Chat, wir müssen leveln. Hier steht Liz. Wie sieht's aus, Miss V? Evelyns Aufnahme aus dem Konpeki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. T-Bug meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Miss V. Hier ist nichts zu looten. Oh, ich möchte mehr looten. Eigentlich könnten wir... Ich habe super viele Splitter noch nicht gelesen. Aber wollen wir die alle lesen? Horoskope, Geschichtenerzählergruppe. Rein theoretisch könnten wir die alle lesen. Okay, was möchte ich? Ich verstehe das hier noch nicht. Plus ein maximaler Speicherpunkt pro 4 Attributspunkte. Was für ein Speicherpunkt? Maximale Gesundheit wäre halt nice, ne? Prozent Gesundheitsregeneration beim Sprinten? Wie oft wir noch Auto fahren müssen, weiß ich halt jetzt gerade noch nicht, ob wir das wirklich... Okay, wir haben jetzt Gesundheitsregeneration beim Sprinten, 60%. Das würde jetzt ja schon ein bisschen mehr Sinn machen, wenn wir einfach im Kampf rennen, bin ich schwerer zu treffen. Plus 5% sofortiges Aufladen für Gesundheitsitems und Granaten nach Neutralisieren eines Gegners. Oh, das ging gut. Okay. Also hier wollten wir auf jeden Fall... Warte, was muss ich drücken? F. Stealth-Vorteile möchte ich. Nutzt halt eigentlich keinen Sprengstoff, aber plus 2 Panzerung, auch cool. Wir machen hier. Ich will erstmal so ein bisschen ausgeglichen leveln. Oh, relativ. Das schalten wir dann automatisch frei, wenn wir halt hier unsere Assassinenfähigkeit verbessern. Auf 5 kriegen wir
also automatisch Verringerung um 10% der Sichtbarkeit für Gegner. Und wenn wir das auf Stufe 10 haben, mehr Schaden bei Kopfschüssen. Okay. Aber was ist Shinobi? Was muss ich dafür machen? Hier gibt es halt keine Erklärung. Solo, Techie. Okay, ich denke, das kriegen wir vielleicht irgendwann noch mit. Also müssen wir jetzt hier gehen. Ist hier was zum Looten? Nee. Sie labert von diesem Bankkram. Bla 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 bla. Und ich versuche die ganze Zeit auch mal zu Wort zu kommen, weil sie mir die Nachmittagsschicht abnehmen muss, damit ich meine Torte abholen kann. Aber alles ist cool. Auf einmal taumelt diese zugedröhnte Tür rein und schmeißt mal an der Tür fast um. Und Hi. Ist der drinnen durchgedreht? Nein. Zieh dir das rein. Leid, er will echten Spaß, keinen Wirtschaftsschein. Er weiß, so das ist nicht erlaubt, aber er zahlt das Dreifache. Nein, nein, nein. Ich will nichts hören. Und was macht Gina? Schleppt den Loser zu einer Kabine. Der war so heiß. Die haben das Skillsystem komplett überarbeitet? Echt? Also war das bei dir noch nicht so? Warte, wo war jetzt nochmal Leveln? Ja. Das war bei dir noch nicht so. Also daran kann ich mich auch nicht erinnern, muss ich sagen. Das schon irgendwie so ähnlich. Aber das hier habe ich auch noch nie gesehen. Auch damals bei dir nicht. Aber wenn man es nicht selber spielt, guckt man ja nicht so genau hin. Genau, das ja, aber das hier nicht, ne? Ja, dann hatte ich das auch so in Erinnerung. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, was ich tun muss, damit dieser Wert zum Beispiel steigt. Oder wofür Assassine steht. Keine Ahnung, was muss ich dafür tun? I don't know. Und hier ist auch noch irgendwas nicht verfügbar. Das kommt auch später noch wahrscheinlich, denke ich. Erhalten hat. Gina lädt also die Orgie mit einer Orgasmus-Endlosschleife zum Schluss. Na, hier waren wir ja schon drin. Entschuldigung, ich muss bloß gucken, ob es was zu looten gibt. Nee, danke. Tschüss, viel Spaß noch. Beschissen. Muss den Pegel halten. Naja, bin schon dabei. Abwarten, ja. Melde dich bei Militech Agentin Meredith Stout. Kann ich die anrufen? Kann ich. Jetzt haben wir hier schon wieder Neues. Ein kleines Geschenk. Was heißt hier noch? Hier, auf jeden Fall hoffe ich, dass sie dir gefallen. Style ist alles, wie man so schön sagt. Oder vielleicht sagt das auch keine Sau mehr, was weiß ich. Stimmt, der hat uns Klamotten nach Hause geschickt. Wie sieht's aus bei dir? Was geht? Hab die Kundin getroffen, sie hat mir ein Video gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollten. Ein Video? Okay, aber... Halt mich auf dem Laufenden. Okay. Warte, wir rufen mal kurz an. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Cloud. Ich hab mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache. Was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID.
Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Wo ging hier die Treppe hoch? So kann ich hier drin eigentlich nicht rennen. Oh, Loot. Hast du sie nochmal gesehen? Die Beach hat mich versetzt. Okay, wir gehen raus. Kann hier drin nicht rennen. Wir müssen dancen. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Was ist das hier? Karten. Geld? Muni? Doch, es lohnt sich tatsächlich so ein bisschen schon, welche zu looten oder zumindest mal zu gucken. Entschuldigung. War keine Absicht. Tschüss. Ich mach los, ne? Susi, wir haben ja erst schon Kati Karmbauer getroffen. Aber die ist nicht mehr da. Ich stand vorm Club. Die hat mit uns geredet, stimmt's, Julia? Kati Karrenbauer. Oh, 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 Entschuldigung. Ich hab den Führerschein noch nicht so lang. Oh. Ist hier richtig? Sieht komisch aus. Die Kamera sich halt auch nie mitdreht. Ich weiß nicht, ob die damals auch schon da war, wo du das gespielt hast. Ich stand da vor dem Club. Das Auto klingt echt auch schwierig. Mich auch irgendwie nicht so sicher. Die Rohre gehen ja einfach auf die Straße. Muss mit meiner Mutter gerade mal das Wochenende besprechen, aber ich sehe, es hat sich nichts geändert. Nee, ja. Ich möchte hier nicht sein. Hier ist alles beim Alten. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Mhm. Das war ich. Du Schlampe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden. Nee, nicht mit deinem Kabel an mich ran. Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ja. Nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Was für ein Konvoi? Gilchrist sagt mir nichts. Ist das der elende Dreckshaufen da? Ist wahr, kenn sich nicht.
Allerdings habe ich früher selbst Konvois überfallen. Kenne die üblichen Verdächtigen. Kann dir sicher helfen, den Informanten zu finden. Aber mein jetziges Wissen wird dir in der Hinsicht nicht viel bringen. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst... Lass mich los, Bruno. Die könnt ihr loslassen. Wir wissen, was sie zu sagen hat. Bitte nicht auf Zeit. Okay. Normale. Ich könnte dir mit den Sicherheitslücken deiner Konvois helfen, damit so ein Fiasko nicht nochmal passiert. Kein Interesse. Also, was willst du? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Es häuft sich, dass ich Spiele spiele, wo die wirklich alle so brutal sind und wo die alle so genervt sind und alle schlechte Laune haben und alle beleidigen. Wird's bald. Und alle stressen mich immer. Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Wir haben uns verkauft. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Wo ist mein Auto? Stopp! Ich erkenne ein Muster. Ja, ich auch. Ach, hier steht jetzt mein Auto. Cool. Plötzlich habe ich wieder eine Lebensanzeige. Ein Rubbel los! Als ob die wäre. Ja, weiß nicht, der Roboter erst wollte auch schon mit mir. Knicki knacki und so. Die denken hier alle, die sind. Gerd. Warte, was hat sie gesagt? Splitter kann man knacken. Ich habe mich gerade mit meinem Headset-Kabel verheddert. So. Verschlüsselt. Okay. Wir haben das erst einmal im Tutorial gemacht. Wir haben bloß eine bestimmte Zeit. Also, wir müssen anfangen mit 55. Dann brauchen wir ein BD in der Zeile. Wir müssen hier oben anfangen. Hier, 55. BD. 1C. BD. E9. FF. 55. Wo haben wir angefangen? Hier. Warte, warum geht das oben weiter? Moment. Warte. Hä? Warum ist es weitergegangen? Auf was muss ich denn da jetzt rechts gucken?
Die haben noch gesagt, erst suchst du dir was aus der Zeile, dann aus der Spalte, dann aus der Zeile, dann aus der Spalte, aus der Zeile, aus der Spalte. Wenn ich die 55 jetzt klicke, die hier, und ich dann BD möchte, hier oben, das verändert sich. Warum? Auf was muss ich denn dann achten? Warte, also. 55. BD. 1C. BD. E9. FF. Ich könnte auch mit BD anfangen. Warte, 55. Ah. Warte. Die obere Zeile war jetzt für Malware neutralisieren und die untere wäre für Malware kopieren gewesen. Ist die obere und die untere Zeile unabhängig voneinander? Also, okay. Jetzt hast du, okay. Also, die obere Zeile ist unabhängig von der unteren Zeile. Das heißt, je nachdem, wie viele, wie soll ich das beschreiben? Je nachdem, wie viele To-Dos es quasi beim Hacken gibt, so viele Zeilen gibt es dann sozusagen auch. Und ich mache Zeile für Zeile. Ja? Okay. Eddies auf dem Cratchip sind gesäubert. Aber jetzt kann ich ja quasi damit nichts mehr machen, weil ich habe ja das untere habe ich ja verkackt. Ja. Du kriegst keine zweite Chance? Wow. Das ist ja gemein. Oh, warte. Was ich noch wissen wollte. Wofür stehen jetzt hier die 7%? Finde den Ringen Kabuki. Ich würde mir das hier gern mal angucken. Die Leute werden langsam auf dich aufmerksam, wie sie spüren den unstillbaren Hunger in dir. Du willst alles und wenn du es nicht bekommst, holst du dir es eben. Holst du es dir eben. Du bist eine Kriegerin, wie, und Krieger gehören in den Ring. Zeig ihnen, was du drauf hast. Hau diesem Trainingsbot die Bolzen aus der Birne und danach sehen... Ach so. Das hier ist der Kampf. Ich glaube, du konntest immer nur einmal machen und musst dann schauen, was... Ah. Ist immer nur 6 Zeichen. Ah. Das heißt, ich suche mir dann zum Beispiel, was weiß ich was, ich suche mir dann eine Zeile aus, mach die... Und wenn ich die verkacke, kann ich halt quasi noch eine andere Zeile probieren. Aber, also so war es ja zumindest jetzt gerade. Das eine habe ich verkackt und das andere durfte ich machen. Aber rein theoretisch darfst du dann wahrscheinlich wirklich, selbst wenn es jetzt irgendwie 4 Sachen gibt, du hast eins davon gemacht, sind die anderen dann quasi wahrscheinlich blockiert. Boxkampf. Wir probieren mal Boxkampf. Let's do it. Oh, hab was gesehen? Was zu trinken?
Straßen sind hier schon ein bisschen eng. Genau, und wenn es zum Beispiel zwei Sachen mit drei Zeichen gibt, dann kannst du die beiden... Ah, weil du sechs freie Felder oben hast. Ah. Aber so richtig gesehen, was ich davon habe, habe ich ja nicht, ne? Also, da steht dann nicht da, hier Zeile 1 kriegst du 300 Geld, Zeile 2 kriegst du... I don't know. Ich glaube, wenn Anfang und Ende von zwei verschiedenen gleich sind, sieht das doch... Oh. Das ist ja voll die Wissenschaft. Also kaufst du die Katze im Sack. So, Auto parken wir mal hier kurz. Okay. Das nämlich zum Beispiel, das mit diesem Hacken, was ich da gerade gemacht habe, habe ich nie in irgendwelchen Streams oder Let's Plays verstanden. Die haben für mich immer alle nur wild drauf losgeklickt. Das ist nicht richtig hier. Moment. Das kommt, glaube ich, auch nicht allzu oft. Okay. Umso blöder, wenn man halt da nicht weiß, wie es geht. Und man alles verkackt. Ja, ich bin unzufrieden mit meinem Leben. Ja, weil das hier ist... Ach, hier ist eine Leiter. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht eine... Ich glaube, ich habe ihn gefunden, Chat. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich es mache. Typisch. Ich wusste, dass ich das sag. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Mm-mm. Zwei gegen ein? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt oder was? Ich war mal ein Zwilling. Sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert. Und jetzt sind sie... Ja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. So ungefähr hört sich Monitoring an. Alles. Was? 8000 oder... Ich muss dafür bezahlen? Ich habe kein Geld.